meine Glossybox kam. Und die packen wir am besten mal zusammen aus. Ohne viel vorher rumgequatsche. Ja. So, als erstes fallen mir hier gerade jede Menge Flyer entgegen wieder. Mach dich Bikini fit. 20% Gutschein auf 3 Monate Online-Fitness von Gimondo. Ja, brauche ich nicht. Und ein, der fällt mir jetzt auseinander, 50% Rabattgutschein von Ed Rebell auf alle Behandlungen im Skyline Plaza. Ja, den probiere ich mal aus, den schmeiße ich jetzt nicht in die Ecke. Ja, die Box selbst, wieder das schöne Design. Ich finde, die glänzt so schön. Also ich benutze die auch tatsächlich dann zum Aufbewahren von Kleinkram und Nagellack und anderen Sachen. Ja, das ist diesen Monat die Springtime Edition. Leuchtend schön in den Frühling. Lege ich beiseite. Können wir gleich mal reinschauen. So. Und gleich noch ein Flyer von Benefit Big Easy. Neue BB-Cream. Ein Gutschein für ein kostenloses Make-up. Ja. Kommt auch mal beiseite. Gut, das erste Produkt ist von Now Bay Protective Shampoo and Shower Gel. So sieht das aus. Deswegen war die wahrscheinlich auch so schwer. Oh, das riecht toll. So richtig schön frisch. Also das kommt mir gleich in die Dusche. Wobei, als Shampoo würde ich es wahrscheinlich nicht benutzen. Eher nur als Duschgel, weil so diese 2-in-1-Dinge ist nicht so meins. Also ich mag auch nicht diese Shampoo und Conditioner-in-1-Dinger. Das ist, ich weiß nicht, entweder das eine oder das andere, aber nicht beides zusammen. Egal. So, als nächstes von Love Me Green Certified Organic Regenerating Day Face Cream. Also eine Tagescreme. Schauen wir mal rein. Ja. Ist noch so ein Siegel drauf. Gut, dann lasse ich das auch drauf. Weil am Ende wird die mir noch schlecht oder so. Aber die kommt auf jeden Fall in meine Warteschleife. Ich muss erstmal 1-2 Tagescremes leer machen und dann gibt es Feedback darüber. Dann habe ich hier noch drinne von Kneipp Hautöl, Mandelblüten Hautzart. Spezialpflege für trockene und sensible Haut. Gut, also ich habe jetzt nicht unbedingt trockene Haut. Ist wieder so eine Packungsbeilage drin. So ein kleines Fläschchen. Schnuppern wir auch mal dran. Oh ja. Riecht sehr nach Blüten. Mal gucken, ob wir hier mal ausprobieren können. Oh je, da kommt gleich gut was raus. Also gut, ihr seht es wahrscheinlich jetzt nicht. Sehr, sehr flüssig, klar, ist ein Öl. Und mal gucken, wie sich das auf meiner Haut verhält. Ja, gut, also der Geruch, ja, finde ich das Duschgel besser. Ist aber jetzt nicht schlimm, also ist okay. Dann habe ich hier noch drin eine Pinzette von Emite Make-up. Schauen wir uns mal genauer an. Also, ja, erinnert mich so sehr an meine Tweezerman und die ist richtig scharf, also ja. Kommt dann wohl in meine Handtasche, weil für Notfall habe ich dann vielleicht auch mal eine dabei. Und zu guter Letzt ein Nagellack von Color Club in der Farbe 993 Bright Night. Also so ein richtig geiles Blau. Erinnert mich ein bisschen an Bouncer It's Me von Essie.
Ja, ich habe meine Nägel noch lackiert, aber ich denke mal, das wäre die nächste Farbe, die ich mal ausprobiere. Ja, ich glaube, die ist in jeder Box drin, die Farbe. Also ein richtig schönes Blau, finde ich. Also richtig toll für den Sommer und für den Frühling. Ja, schauen wir mal auf die Karte, was die sagt zu den Produkten. Gut, also der Color Club Nagellack hat im Originalprodukt 15 Milliliter und kostet 7 Euro. Von der Größe würde ich sagen, ist das das Originalprodukt. Und ja, das bestechende Royalblau setzt nicht nur ihre Fingerspitzen in Szene, sondern rundet auch jedes Outfit ab. Also ich kann mir den wirklich gut vorstellen. Ich habe noch hier so einen schönen blauen Blazer. Da passt der bestimmt super dazu. Dann die... Ui. Die Pinzette von dem Miete Make-up kostet im Originalprodukt, was das ja auch wohl sein wird, 22 Euro. Das ist schon heftig. Also meine Tweezerman kostet 24,95 bei Douglas. Sehr, sehr nah dran. Da sollte die auch ungefähr, naja, sollte die eigentlich schon die gleiche Leistung bringen. Und fühlt sich aber auch sehr, sehr scharf an. Also ich denke mal, die wird da sehr, sehr nah dran kommen an meine Tweezerman. Dann hatten wir von Love Me Green die Tagescreme. Das Originalprodukt mit 50 Milliliter kostet 17,90 Euro. Hier sind drin 15 Milliliter. Ja, ist eine regenerierende Tagescreme mit Bio-Granatapfelkernöl. Ja, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, unterstützt die Zellerneuerung und verleiht ein Wohlgefühl. Gut, ja, also probiere ich aus. Dann hatten wir, Moment, auf der Karte, das Now Bay Protective Shampoo and Shower Gel. Das Originalprodukt mit 200 Millilitern kostet 14,40 Euro. Hier sind drinne 200 Milliliter, also ich finde so fast 15 Euro von Duschgel. Ja, ist auch nicht wenig. Also vielleicht eher was so für besondere Anlässe oder so. Ich meine, Rituals, Duschgels kosten auch so etwa... kosten auch etwa so viel. Und zu guter Letzt auf meiner Karte ist das Kneipphautöl Mandelblüten Hautzart. Hat 20 Milliliter im Originalprodukt und kostet 1,29 Euro. Hier sind drin 20 Milliliter, also ein weiteres Hauptprodukt oder Originalprodukt. Das wären dann 1, 2, 3, 4 Originalgrößen. Ja. Was gibt es denn zu dem Mandelblüten Hautöl zu sagen? Pflegt sensible und trockene Haut besonders gut. Vitamin E, Arganöl und Sonnenblumenöl schützen die Zellstruktur und stärken die Hautbarriere. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt keine trockene Haut. Höchstens vielleicht an den Ellbogen. Vielleicht verschenke ich es, mal schauen. Aber sonst kann ich eigentlich so ziemlich alles gut gebrauchen. Also die vier Produkte, die werde ich auf alle Fälle behalten, besonders den Nagellack und das Duschgel, weil das riecht einfach toll. Und ja, also für die Pinzette habe ich bestimmt eine Verwendung. Und die Tagescreme, ja, wie gesagt, kommt in meine Warteschleife. Aber wird definitiv benutzt. Das war eigentlich schon meine Glossy Box. Den Gesamtwert werde ich, wenn ich dran denke, hier mal hinschreiben. Und ja, mein Fazit generell von dieser Box ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, aber freut mich natürlich immer, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Gut, halt dieses Hautöl kann ich eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Aber da findet sich bestimmt ein Abnehmer für und ja, den Gutschein werde ich auf alle Fälle einlösen. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und alle anderen Produkte natürlich auch, besonders der Nagellack, das Duschgel, ja. Und ja, das war's schon. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Wenn ihr auch die Glossy Box bekommt, verratet mir mal, was bei euch drin war. Wenn ihr mich bei Facebook, Google+, Twitter,
Instagram oder sonst wo verfolgen wollt, dann werde ich euch das hier mal einblenden. Und natürlich auch nochmal in die Infobox schreiben. Und ja, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.